Ja, hier ist er wieder, euer Borgelcut. Ich bin hier auf der Karte Siegfriedslinie unterwegs. Es gibt 3 Artis pro Team. Das Ganze hier ist ein Standardgefecht und ich habe jetzt ein paar Tage Pause mit Videos gemacht gehabt. Vor Weihnachtszeit, ihr kennt es sicherlich, irgendwelche Veranstaltungen. Auch mal ein paar Tage, wo man bei dem herrlichen Wetter sagt, ach, ich habe heute keine Lust, ich bleib auf dem Sofa liegen. Man geht morgens im Dustern zur Arbeit, kommt im Dustern wieder nach Hause. Da hat man dann auch nicht immer die Motivation, abends 400% zu geben. Und ja, jetzt geht's hier rein ins Gefecht und zwar mit dem E25 der Deutschen. Das ist ein Premium-Panzer und zwar ein Tier 7er Tank-Destroyer, sprich Panzerjäger. Und dieses Fahrzeug verdient eigentlich das Wort Panzerjäger. Er ist schnell, er ist wendig und sein Geschütz schießt so schnell wie ein Maschinengewehr fast schon für dieses Spiel. Er hält nicht viel aus. Aber er ist so klein und wendig, das macht es wieder weg. Weil dank seiner Größe hat er super Tarnwerte, super Beschleunigung und eine super Endgeschwindigkeit. Und ja, so ein kleiner Betonklotz hält ihn schon mal auf. Was soll's. Ich werde hier mal bewusst diesen Baum umwerfen. Falls ich nämlich im Laufe des Gefechtes mich zurückziehen muss, habe ich ein bisschen mehr Deckung, sprich Sichtschutz, falls ich dann verzögern will und nochmal den Feind auflaufen lassen möchte. Hier genauso. Wieso riskiere ich das, Bäume jetzt hier bewusst umzuwerfen? Ich bin der Meinung, so schnell ist die Arti noch nicht in Stellung und sucht nach umfallenden Bäumen. Die Arti sucht gerade selber noch eine ordentliche Feuerstellung, wo sie sich in Deckung begeben kann. Und da haben wir schon den ersten Gegner und wir kommen nicht ran. Gut, suchen wir uns was anderes. Nashorn mitten auf der Freifläche. Und ihr seht, die Feuergeschwindigkeit hier ist tipptopp. Gut, Freifläche passt nicht ganz. Da ist noch ein Bunker. Aber er kommt und macht mir die Freude und guckt wieder raus. Ja, da haben wir einen Skoda T40. Der steht hinterm Bunker, das wird so nichts. Und hier auf der Freifläche ist relativ wenig los von meinem Team her. Ein Lux ist nach vorne gerast. Und jetzt gucke ich mal vorsichtig ein bisschen nach vorne. Und versuche meine Sichtweiten auszunutzen, die ich habe. Ich habe hier verbaut einen Ansetzer, ein Scherenfernrohr und ein Tarnnetz. Ich könnte auch einen Lüfter verbauen, macht der ein oder andere. Aber dann schießt dieses Gefährt so schnell. Da hat man nicht mal zwischen den Schüssen richtig eingezielt, finde ich. Und so will ich doch lieber richtig auf Tarnung setzen und hier durchaus auf der Freifläche so eine Spiele machen, dass ich hier ohne Ende den Gegner bearbeiten kann, ohne dass er mich groß sieht. Und mit meinem E25 in der Stadt, ja, fast null Panzerung, die würden mich zerlegen wie sonst was, also auf dieser Karte Siegfriedslinie bleibt mir nur hier die Freifläche im Grunde genommen. Tja. 4-4. Und ich sehe den Skoda auf der Minimap, also gucken. Aha. Kommen wir ran, kommen wir ran. Durch den Schlitz. Natürlich kommen wir ran. Ja. Da hat er zweimal Glück gehabt, zweimal gezubbelt und dann kommt er freiwillig wieder ein Stück zurück. Selber schuld, die nehmen wir doch mit. Es steht 6-5 und ja, so in die Stadt wirken kann ich nicht wirklich. Aber auf die Freifläche mich stellen oder so dicht an die Stadt rankrabbeln, dass mich die Heavys da aufklären, möchte ich auch nicht. Also werden wir hier ganz vorsichtig die Stärken des Fahrzeuges ausnutzen. Bisschen den Gegner aufmachen. Das kann er. Manche Leute spielen ihn schon fast als Scout. So schnell ist er. Und wenn man dann einen Moment stehen bleibt und das Scherenfernrohr dann auch noch angeht, dann kann man aber wirklich, wirklich sehr weit spotten. Und wenn da nicht gerade unbedingt eine Idee mit dem Scherenfernrohr auf einen wartet, um einen aufzuscouten, wenn man hier sich vorwärts bewegt, hat man doch gute Chancen hier, selbst durch die Größe und Tarnwerte,
einiges zu erreichen, ohne dass man sofort Opfer wird. Gut, in diesem Gefecht muss ich sagen, irgendwie die Freifläche ist sträflich vernachlässigt worden vom Gegner. Da hätte ich hier eigentlich mehr Betrieb erwartet. Aber deren Missachten der Freifläche soll nicht mein Schaden sein, sage ich jetzt mal. Gehen wir mal auf Artejagd. Und da haben wir die erste. Diese konnte ich sagen, da gehen wir auf Artejagd, weil ich es bewusst hier auch machen wollte. Nachdem ich merkte, hier ist nichts auf der Freifläche an Panzern, die mich wirklich aufhalten können. Da dachte ich, schnell genug bist du, greif dir mal die Artis, dann können die schon mal keinen Unheil mit deinem eigenen Team veranstalten, da das eigene Team doch auch recht frei steht. Ja, da haben wir doch eine Arti, Auto-Aim rein, was sonst? Und jetzt fängt das Gegurke an. Hätte man hier einen Turm beim TD, wäre das super. Und da schießt die Arti drüber weg. Ich bin recht klein. Auto-Aim raus. Und den, der gerade noch gefährlich werden könnte, ausgeschaltet. Leider hat er mich auch getroffen. Was soll's. Und da jagen wir die letzte Arti mit dem Moonlager-Treffer hoch. Da habe ich 5 Kills. Und ja, dem Team geholfen, sicherlich, weil die feindliche Art, die konnte jetzt zum Schluss hin meine Jungs nicht zerlegen. Und ja, kriege ich noch einen ab? Nein, ich kriege keinen ab. Kommen wir zur Auswertung. Ja, eine dritte Klasse war das Ganze. Ich habe den Sprengmeister bekommen, ein Duellant, ein Kämpfer, ein Wirkungsfeuer und auch nochmal die Pascucci-Medaille. Ich habe 17 Schüsse abgegeben, 12 waren direkte Treffer, die haben auch Wirkung gezeigt. Gesamtschaden habe ich 1202 Punkte gemacht, auf über 300 Meter Entfernung, davon waren 713. Ein Treffer erhalten, das war natürlich ein Wirkungstreffer. 3 Gegner entdeckt, sprich aufgescoutet auf Entfernung. Ihr habt eindeutig gesehen, er ist auf der Freifläche zu Hause, man muss mit ihm nicht aus Ermangelung an Zielen in den Tod rasen. Spielt mit Köpfchen, dann ist er Bombe. Ich habe 5 Gegner beschädigt und 5 Gegner vernichtet. Und finanziell gesehen, dank meines Premium-Accounts habe ich hier 35.872 Credits reingewinnen. Ohne einen Premium-Account wären 22.245 als Reingewinn gewesen. Die Grunderfahrung war 1082 Erfahrungspunkte. Das war ein Dreifachgefecht und ich habe noch einen Bonus gekriegt für Premium-Fahrzeugstufe von 216 Punkten. Und so komme ich auf eine gesamte Erfahrung von 3462. Wie schon angedeutet, rast mit ihm nicht in den Tod, nur weil er schnell ist, weil ihr meint, ihr könnt dann scouten, wenn da nichts zu sehen ist. Lasst euch ein bisschen Zeit, arbeitet seriös und zerlegt einen nach dem anderen. Ich weiß, nicht das allerbeste Gefecht, aber ich hoffe, ihr konntet eindeutig sehen, was er auf Freiflächen machen kann und wie das grob funktioniert. Tschüss, euer Burgelcut.